Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Tutorial. Ich habe für euch heute ein Cajon-Tutorial vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, Mensch, es kommt mal ganz schnell vor, dass man auf dieser Kiste sitzen muss und spielen soll oder ihr euch gerade so ein Ding rausgelassen habt und gesagt habt, oh, jetzt habe ich da so eine Kiste, jetzt steige ich hier voll ein. Oder für Schlagzeuger unter euch, die gezwungen werden, Cajon zu spielen, weil das Schlagzeug zu laut ist und ihr das zu Hause lassen sollt und jeder sagt, spiel doch mal Cajon. Oder für Perkussionisten unter euch, die schon Conga, Bongos spielen und so und sagen, ich möchte jetzt hier mal Drummer-Funktionen übernehmen. Okay, ich habe euch 5 Pop- und Rock-Grooves vorbereitet, die ich euch nahe bringen möchte. Und dazu ein paar Übungen für Sound und Technik, die ihr brauchen werdet, um das umzusetzen, was ich da dabei habe für euch. Also schaut's rein und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Gut, um dass ihr jetzt irgendwie schöne Rhythmen auf der Cajon spielen könnt, braucht ihr natürlich ein paar Basics. Sprich, wie kriege ich das Instrument zum Klingen, Sounds und ein bisschen Techniken. Ich möchte kurz darauf eingehen, euch ein bisschen was erklären, euch auch nicht überfrachten, wenn irgendwelche Begrifflichkeiten vorkommen, die euch nicht klar sind, weil sie aus dem Schlagzeugspielen oder aus dem generell musikalischen Bereich kommen und ihr dann mit nicht vertraut seid. Keine Panik und nicht verunsichern lassen. Ihr werdet sehen, das, was ich da mache, ist nachvollziehbar, auch wenn man nicht eingeweiht ist. Okay, also das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist der Bass-Sound oder was wir die Bassdrum ersetzen wollen, den Bass-Sound an der Cajon. Ich empfehle euch hauptsächlich diesen Handteller zu verwenden für diesen Sound. Die Finger vielleicht ein bisschen wegspannen, eine gewisse leichte Spannung in der Hand zu haben und nicht zu arg zu spielen, sondern einfach mal ein bisschen rantesten an den Sound. Die Zone an der Trommel ist, der Bassdrum-Sound findet ungefähr von hier bis da statt. Also ihr müsst nicht hier unten umeinander arbeiten oder irgendwo hier, sondern es ist relativ weit oben. Merkt ihr schon, ihr könnt so ein bisschen gucken, wo klingt es denn am besten. Dann werdet ihr sehen, aha. Der nächste Sound, der entscheidend wichtig ist, ist dieser Snare Drum Sound oder Slap. Der findet hier in dieser oberen Region statt, wo die vordere Holzplatte an den Körper der Cajon hingenagelt bzw. geschraubt ist. Da benutzt ihr nur eure Fingerkuppen. Also das heißt, das vordere Drittel der Finger, ein bisschen mit Schmackes, dass der Sound schön klingt. Ihr werdet sehen, wenn es zu leicht macht. Wenn es schwer fällt und nicht so stark klingen möchte, könntet ihr hier oben an diesen Schrauben, seht ihr, ein bisschen aufdrehen. Dann tut sich das vordere Brett vom Körper der Cajon etwas entfernen und dadurch kommt ein etwas lauterer Slap- oder Snare-Drum-Sound hervor. Der dritte Sound sind dann die Taps. Tips oder Ghost Notes, sprich die leisen Noten, die man nicht so genau hört, die finden hier im oberen Teil auch von der Cajon statt, da wo wir die Slaps oder die Snare Drum gespielt haben. Auch die vorderen Drittel von den Fingern könnt ihr auch gleich so rechts, links üben. Jetzt habe ich noch eine Übung für euch, wo alle 3 Sounds miteinander verbunden werden, um dass ihr dann danach die Grooves auch umsetzen könnt. Okay, unser erster Groove, unser erstes Pattern, ich sage immer dazu Boom-Chuck-Groove. Werdet sehen, ganz einfache Sache, einmal Bassdrum, einmal Snare. Hat man schon 1000-mal gehört, wenn ihr ein Radio aufmacht, wird höchstwahrscheinlich das kommen. Also Bassdrum, Snare Drum. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen detaillierter diesen Groove zu spielen in 3 verschiedenen Varianten. Ich hoffe, das gefällt euch. Okay, Groove Nummer 2 bezeichne ich immer als der Rock-Groove. Liegt daran, weil ich dieses Pattern spreche. Und zwar, das ist der Rock-Groove. Funktioniert dann so. Also, das ist der Rock-Groove. Basiert die Bass- und Snare-Drum-Melodie auf dem ersten Pattern, Boom Chuck, habt ihr schon gesehen. Und jetzt wieder das Ganze in 3 verschiedenen Variationen. Okay, der nächste Groove ist der Amsterdam Groove. What? Amsterdam Groove? Ich erkläre es euch kurz. Ist auch wieder in eine Sprechübung, dass man den Rhythmus besser verstehen kann. Und zwar der Amsterdam Groove. Der Amsterdam Groove. Und jetzt zeige ich euch das Ganze wieder in den besagten 3 Varianten. Okay, unser 4. Groove ist die Pumpe. Pumpe deshalb, weil viel Bassdrum vorkommt und die Bassdrum pumpt unten immer so. Dann kann man sich das ein bisschen merken. Die Melodie, Bassdrum, Snaredrum Melodie klingt so. Genau, ihr könnt das Gleiche auch mal mit der linken Hand probieren zum Spielen. Okay, und jetzt wieder, ihr werdet es ahnen, unsere verschiedenen Variationen. So, und zu guter Letzt kommt unser 5. Groove, den nenne ich den Offbeat Groove. Offbeat bedeutet sozusagen der Schlag auf die Zählzeit und klingt dann so. Liegt also daran, 1, 2 und 3 und 4, 1, 2 und 3 und 4. Eine Variante dazu wäre noch. Oder eben. Auch das zeige ich euch wieder in meinen unterschiedlichen Methoden. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Also ich hoffe, dass der kurze, straffe Überblick, den ich euch da jetzt gegeben habe zum Cajon-Spielen, euch inspiriert und weiterhilft. Also ich kann mir vorstellen, dass man damit schon ganz gut was anstellen kann. Und ich werde auch in Zukunft immer wieder mal was über Cajon-Tutorials bringen. Und hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Immer dran denken, schön langsam üben. Das ganze Ding fleißig dranbleiben und keep on grooving. Bis zum nächsten Mal.